Hallo aus dem Barco Nationalpark. Ja, die Nacht ist angebrochen und wir wollen jetzt los. Wir wollen alleine in den Dschungel rein und gucken, was wir alles da so finden werden. Wir hoffen da ein bisschen auf Spinnen, Skorpione und Frösche und natürlich alles andere auch, was man so finden kann. Ja, seid gespannt, was wir alles so finden werden und ja, dann bleibt dabei. Genau, jetzt geht's los. Wir haben jetzt hier gerade eine riesen Heuschrecke gefunden, ja. Die zipst hier gerade um ihr Leben. Nein, das tut sie natürlich nicht. Und zwar sind das die männlichen Tiere, die versuchen, die Weibchen anzulocken. Und am Tag hört man die zwar auch, aber in der Nacht geht es halt jetzt hier richtig zur Sache. Und die können halt sehr, sehr groß werden, ja, also mehrere Zentimeter. Ja, die machen schon was her, wenn man die denn findet. Da sitzt ein Schmetterling, der jetzt schläft, der ist aktiv. Und hier ist noch einer. Guck mal, wie toll, klasse. Warte. Die ist hier, Hecke. Ich habe eine kleine Dornschrecke gefunden. Die sitzt auf dem Blatt. Die ernähren sich von den Blättern. Deswegen sehen die auch so schlimm aus, die Blätter. Weil die kommen nachts raus und fressen, 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 um sich am Tag wieder zurückzuziehen, damit sie nicht selbst gefressen werden. Ja, wichtige Regel, wenn du nachts in den Dschungel gehst, schau natürlich immer hin, wo du hintrittst, ja, und zwar sehr genau. Das ist ganz wichtig, also das heißt, leuchte immer erst den Punkt an, wo du hintrittst und dann guck woanders. Und fasse vor allen Dingen nicht irgendwas an, auch wenn hier Geländer oder so sind. In der Nacht können dort Krabbeltiere sitzen, die halt auch giftig sind und wenn du denn darauf fasst, dann kann es halt sehr schmerzhaft werden, ja. Der Raupe sollte man lieber nicht zu nahe kommen, denn die Brennhaare, die die Raupe an sich hat, die können wirklich für böse Verletzungen sorgen. Also es gibt hier manche Einheimische, die haben noch 6, 7 Jahre, nachdem sie eine Raupe angefasst haben, immer noch eine offene Wunde an der Hand oder womit sie auch immer die Raupe berührt haben. Ist echt schon gruselig, das erste Mal wieder nach so langer Zeit im Dschungel zu sein, nachts ganz alleine. Also es ist nicht ohne, muss ich sagen, ja, also man denkt wirklich, jedes Geräusch und so könnte was Größeres sein, wo das ja vollkommener Quatsch ist auf eine Art, ja. Naja, und dadurch, dass hier auch so viele Stachelpflanzen sind und wir wissen ja auch, dass die giftigen Tausendfüßler hier rumlaufen, ist das auch nicht gerade so angenehm, aber naja, wir schauen mal noch ein bisschen weiter. Hier so summt und naja, da ist der Grund, da ist ein riesen Bienennest im Baum drin. Und diese schlitzförmige Öffnung, das ist der eine Ausgang. Die sind natürlich tagaktiv. Ja, wir haben jetzt gerade ein Spinnennetz gefunden, oder Nest eher gesagt, im Baum mit einer großen Spinne drin. Und gleich neben der Spinne habe ich gerade einen Gecko gefunden. Und der lauert auch auf Beute, genau wie die Spinne letztendlich auch. Ja, das Problem ist, wenn man nachts in den Dschungel geht, es ist eigentlich alles voll mit Tieren, nur man findet sie nicht, weil sie natürlich extrem gut getarnt sind. Und deswegen suchen wir hier immer ganz schön lange, bevor wir überhaupt so eine Kleinigkeit entdecken. Und bis wir was gefunden haben, sind natürlich Säugetiere wie so ein kleines Maustier, also so eine Art kleines Reh. Das ist schon längst abgehauen oder auch Kleinkatzen, die hauen auch natürlich relativ schnell ab. Manchmal hat man aber Glück und sieht die Tiere trotzdem. Wir hatten mal das Glück, einen Plumplori zu sehen, also so einen kleinen nachtaktiven Affen. Aber wie gesagt, sonst bleibt einem das ganz oft verwehrt. Man muss schon echt viele Tage in den Dschungel gehen oder viele Nächte besser gesagt, bis man sowas überhaupt sieht. Und zwar gibt es hier in den Wasserlöchern ja, Fische und auch sogenannte Catfish.
die nachts herauskommt. Und ihr werdet jetzt sehen, was passiert. Und da ist er. Ja, noch ein größerer. Die gehen nämlich auf Bewegung, wenn an der Wasseroberfläche was passiert. Normalerweise. Doch, da kommt der dritte Wolf. In diesen kleinen Tümpeln im Dschungel sind aber nicht nur Wels unterwegs, sondern auch andere kleine Fische. Ja, und beispielsweise auch solche Schlangen. Das ist eine Walzenschlange. Über die weiß man noch nicht ganz so viel, aber man weiß eben schon, dass sie im Wasser unterwegs ist, weil sie höchstwahrscheinlich Frösche, Kaulquappe und eben auch solche Fische frisst. Ja, wir hoffen mal, dass sie auch in dieser Nacht viel Glück hatte bei dem Beutesuchen. Ja, noch ein wichtiger Tipp, wenn ihr nachts in den Dschungel geht, verlasst natürlich niemals den Weg, weil glaubt mir, ihr findet nicht zurück, zumindest nicht im Dunkeln. Und wir wissen natürlich genau, was wir hier tun, sonst würden wir es ja nicht machen, ja. Also wir folgen natürlich immer den Weg, den Plankwalk und orientieren uns an der Karte und gehen dann wieder zurück. Also ganz, ganz wichtig, niemals den Weg verlassen. Den Weg verlassen muss man auch gar nicht, denn überall kann man solch tolle Tiere sehen, wie zum Beispiel diese wirklich sehr großen Ameisen. Ja, die sind schon echt beeindruckend, oder eben auch solche tollen Frösche. Die gibt es überall zu sehen, am besten aber in der Regenzeit. Da hört man zum Beispiel sehr viele verschiedene Laute dieser Frösche. Im Hintergrund hört man ja auch gerade ein. Oder man sieht zum Beispiel auch solche tollen, giftigen Kröten. Das ist ja wirklich ein sehr schönes Exemplar. Und überall sitzen wirklich kleine, manchmal recht bunte Frösche. Und manchmal quaken die wirklich sehr lautstark und man erschreckt sich teilweise sogar. Ja, was vielleicht noch ganz wichtig wäre zu sagen ist, wenn ihr Taschenlampen mitnehmt, denn am besten immer zwei, ja. Falls auch wirklich mal die Batterie ausgeht und ihr kein Licht mehr habt und im Dunkeln da steht, ist ja echt doof. Ja, ich habe hier immer noch meine Stirnlampe und eine normale Taschenlampe dabei, dass, wie gesagt, wenn die eine den Geist aufgibt, jetzt mindestens noch eine zweite habt und zurückfindet. Ohne Taschenlampe geht einem manchmal auch so ein Erlebnis durch die Lappen. Das ist ein Kingfischer, ein Verwandter unseres in Deutschland heimischen Eisvogels. Der schläft hier so ein bisschen, genau wie auch gleich daneben diese schöne Schlange hier. Die haben wir auch ordentlich angeleuchtet mit unseren Taschenlampen. Ja, die ruht sich ein bisschen aus. Die hat wahrscheinlich gut geschweißt. Ja, und liegt jetzt einfach da und wartet, bis sie verdaut hat. So, wir wollen euch die Höhle mit den schlafenden Schwalben natürlich nicht vorenthalten. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Die Schwalben ganz eng aneinander gekuschelt in den kleinen Nesteln. Genau, das ist auch der Grund, warum die Schwalben da oben an der Decke quasi hängen in ihren kleinen Nestern drin. Das ist eine sehr giftige Schlange da oben. Das ist eine sogenannte Green Pit Viper. Die ist nachtaktiv, hat die Giftzähne vorne im Kiefer und kann die praktisch in ihren Taschen verstecken. Wie gesagt, hochgiftig, scheint aber satt zu sein. Also sie scheint schon Beute gemacht zu haben. Denn so wie sie jetzt gerade dort eingekringelt ist, schläft sie. In einer anderen Nacht haben wir aber eine Green Pit Viper entdeckt, die auf der Lauer lag. Diese Schlange hält anscheinend gerade Ausschau nach einem Vogel, einem kleinen Säugetier oder eben einem kleinen Frosch. All das frisst diese Schlange nämlich und ja, sie wirkt ja wirklich sehr aufmerksam. Ja, und tragt auf jeden Fall, wenn ihr nachts im Dschungel geht, auf jeden Fall lange Klamotten, also wenigstens eine lange Hose. Und ganz wichtig, festes Schuhwerk. Überall auf dem Weg sitzen kleine Spinnen, also Jagdspinnen oder Wolfsspinnen, die auf Bewegung reagieren und die springen euch eventuell an, wenn ihr da lang geht und die beißen auch eventuell zu. Das ist nicht ganz so schlimm, tut aber natürlich ein bisschen weh und kann sich entzünden. Und deswegen immer lange Klamotten anziehen, dann kann auch sowas eigentlich nicht passieren. Steckt euch vielleicht auch die Hose sogar noch in die Socken rein, dann geht ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher. Da wäre ich eben fast drauf getreten, als ich mich denn auch nicht vermisst. Ja, ich habe eigentlich kein Problem mit Spinnen, aber das ist, wenn man denn sowas Großes sieht, wird es einem doch ein bisschen komisch.
witzig. Ihr müsst aber keine Angst haben, euch passiert auf jeden Fall nichts, wenn ihr mal in den Dschungel geht. Befolgt einfach unsere Tipps und schon kann euer Nightwalk losgehen. Okay, liebe Freunde. Ja. Das war jetzt unser kleiner Dschungelwalk hier in der Nacht. Ja, wir hoffen mal, dass es euch gefallen hat. Und schreibt uns mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr auch Lust hättet, nachts mal in den Dschungel zu gehen. Oder ob ihr Angst hättet. Also das ist ja mal ganz interessant. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man Angst hat. Es ist ja auch ein sehr beklemmendes Gefühl. Ja. Man weiß nicht, was hier alles kreucht und fleucht. Vieles ist giftig. Und es ist stockdunkel. Und das ist echt stockdunkel. Stockdunkel. Bis dann. Bis dann, ciao. Macht's gut.